Das ist Timo. Timo hat gerade sein Abitur gemacht und möchte jetzt zur Universität gehen und studieren. Timo interessiert sich sowohl für Umweltwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, aber auch Kultur. An den meisten Universitäten, herkömmlichen Universitäten, schreibt man sich für ein einziges Fach ein und lernt nur Dinge über dieses eine Fach. Timo müsste sich also entscheiden, ob er Umwelt-, Wirtschafts- oder Kulturwissenschaften studiert. Das ist Timo aber zu einseitig und er sucht nach einer Möglichkeit, seine Interessen zu verbinden. Auf der Suche nach einer für ihn passenden Universität wird Timo in Niedersachsen, an der Leuchana-Universität in der Stadt Lüneburg, fündig. Denn dort funktioniert Studieren ein bisschen anders. Das geht so. Im Leuphana College beginnt Timo sein Studium in der sogenannten Stabwoche. Gemeinsam mit anderen Studienanfängern arbeitet er eine Woche lang an einem Projekt und findet mit ihnen Lösungen für ein gesellschaftliches Problem. Er schließt darüber hinaus erste Freundschaften und Bekanntschaften. Nach der Stabwoche geht es mit dem ersten Semester los, dem Leuphana-Semester. Das Leuphana-Semester setzt sich aus vier Bausteinen zusammen. Timo erfährt etwas über die geschichtlichen Hintergründe der Wissenschaft. Er erlernt die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Darüber hinaus wird die gesellschaftliche Bedeutung von Wissenschaft thematisiert. Zuletzt wählt Timo auch schon sein späteres Hauptfach, auf das er bereits im Leuphana-Semester vorbereitet wird. Zusammen bilden diese vier Bausteine den Rahmen von Timos weiterem Studium und bereiten ihn auf die anschließenden fünf weiteren Semester vor. Ab dem zweiten Semester sieht Timos Studium dann so aus. Er studiert ein Hauptfach, den sogenannten Major, in dem er die meisten Veranstaltungen besucht. Er wählt zusätzlich auch noch ein Nebenfach, den sogenannten Minor, in dem er etwas weniger Veranstaltungen belegt. Timo kann auf diese Weise zwei seiner Interessensgebiete verbinden. Interesse für ganz neue Themen kann Timo im sogenannten Komplementärstudium entwickeln. Hier hat Timo die Möglichkeit, über den Tellerrand des eigenen Faches zu schauen und komplementäre, also ergänzende Veranstaltungen zu belegen. Er kann eine neue Sprache lernen, Jura-Vorlesungen besuchen oder auch ganz einfach im Unikurs singen und sich das als Leistung anrechnen lassen. Nach 3 Jahren Studium im Leuphana College hat Timo den ersten berufsqualifizierenden Abschluss, den Bachelor, in der Tasche. Ihm stehen jetzt verschiedene Möglichkeiten offen. Er kann entweder sofort in den Beruf einsteigen oder aber weiter studieren oder etwas ganz anderes machen. Die Startwoche und das Leuphana-Semester, das Hauptfach, das Nebenfach und das Komplementärstudium ergeben also zusammen das Leuphana-Studienmodell.